Bereits zum fünften Mal lud der Deutsche Ärzteverlag zum Nachwuchskongress für Mediziner, Perspektiven und Karriere. Fachleute aus den unterschiedlichsten Teilbereichen stehen Medizinstudenten und jungen Klinikärzten Rede und Antwort. Auch die KBV und Vertreter der regionalen KVen sind dabei und geben den Jungmedizinern Tipps für die Zukunft. Wir sind heute hier, weil wir den jungen Leuten sozusagen das Thema Niederlassung näher bringen wollen und wollen sie sozusagen von unserem Angebot, was wir in den einzelnen KVen haben, denn das macht ja nicht nur die KV Berlin, in Kenntnis setzen, sodass wir ihnen die erste Scheu nehmen, sich mit dem Thema Niederlassung zu beschäftigen. Denn gerade Berufseinsteiger scheuen aus verschiedensten Gründen den Weg in die Niederlassung. Wir kommen aus dem Studium und wir haben noch nicht viel Erfahrung. Und ich glaube, es ist wichtig, erstmal in einem gesicherten Feld Erfahrungen sammeln zu können und jemanden zu haben, der einen an die Hand nehmen kann oder wo ich sagen kann, ich habe da noch Fragen. Als selbstständiger Arzt in meiner eigenen Praxis muss ich viel mehr wirtschaftlich arbeiten. Im Krankenhaus kann ich gerade in den unteren Qualifikationen als Assistenzarzt, als Oberarzt deutlich mehr ärztlich arbeiten, als jetzt wirtschaftlich denken zu müssen. Was mich von der Praxis zurückhalten würde, ist einfach dieser finanzielle Faktor, dass man dermaßen Management an den Tag legen muss, um die finanzielle Seite einer Praxis halt wirklich führen zu können. Genau da setzen die Niederlassungsberater der KVen und der KBV an. Mit Fortbildungen und fachkundiger Beratung sorgen sie für einen sanften Übergang vom Studenten ins Berufsleben. Es ist ein ganzer Blumenstrauß voller Beratung, die natürlich niemals kompakt durchgeführt werden, weil das ist viel zu viel Wissen an einem Tag, sondern die werden immer je nach Zeitabschnitten durchgeführt und bringen den Arzt immer näher an die Tätigkeit und an den Tag heran, wo er die Niederlassungstätigkeit aufnimmt und das ohne Ängste. Mit Respekt ja, aber ohne Angst. Denn es sprechen einige Vorteile für die Niederlassung. Auch aus Sicht der Berufseinsteiger. Ich kann mir das generell schon vorstellen. Dafür spricht für mich einfach, dass es, zumindest glaube ich, dass es vielleicht weniger stressvoll ist, dass ich die Einteilung besser machen kann, dass ich zum Beispiel auch nur Teilzeit besser arbeiten kann, gerade mit Familie. Wenn man das mag, Leute über längere Zeit zu begleiten, Patienten wirklich gut kennenzulernen, vielleicht die Familie oder über verschiedene Generationen, ist das sicherlich eine Option? Ja, für mich als Person ist es wichtig, meine eigene Idee und meine eigenen Wünsche zu erfüllen. Und ich bin ja eine Person, die viel eigene Idee hat. Und das kann manchmal wichtig sein, für die Patienten etwas Bestimmtes zu machen oder sie auf ein spezielles Problem zu richten. Und manchmal bekommt man nicht immer die Chance dafür im Krankenhaus. Egal ob Niederlassung oder Anstellung in einer Praxis, die Arbeit im ambulanten Bereich bietet viele Möglichkeiten, die Arbeit als Arzt flexibel zu gestalten. Ganz so, wie es zur jeweiligen Lebensplanung passt.